Herzlich willkommen, Freunde. Wir befinden uns gerade hier noch bei der Seewoge Malvenfroh. Und ja, dadurch, dass das in dem Titel des letzten Videos nicht gepasst hat, packe ich das jetzt hier mit rein. Also wir haben in dieser Seewoge schon alles abgeschlossen. Also von daher brauchen wir uns hier nicht mehr drum zu kümmern. Nur ich musste das jetzt nochmal in diesem Videotitel verpacken, weil... ja, weil alle Items wir haben gefunden und ich jetzt reden wie blöd. Nein. Weil es einfach in dem Titel von dem letzten Video nicht reingepasst hat, weil YouTube ja diese Beschränkung hat. Und dadurch hatte ich halt so ein paar gewisse Probleme. Deswegen musste ich das jetzt so ein bisschen anders verpacken. Wir haben hier auch das Goldemblem, das ist schon mal super zu wissen. Was gibt es hier auf dieser Ebene zu finden? Wir können hier Sprudel bekommen, wir können AP Plus bekommen, wir können Pudersand erhalten. Beleber-Aether und eine Herzschuppe könnten wir finden. Ah ne, die Riesenperle, stimmt, darf ich nicht vergessen. Danach können wir nochmal von einem Ast-Trainer hier auf der Ebene auch wieder ein AP Plus kriegen und von zwei Planschern, beziehungsweise ein Planscher, einer Planscherin, jeweils noch Sternenstaub. Ja. An sich ist das ja eigentlich nichts, was man jetzt wirklich, dringend bräuchte. Aber trotzdem will ich jetzt mal gucken, ob ich das AP Plus Gold habe. Warte mal. Hallöchen. Wartet mal. Hallo. Ich glaube, ich habe mir das schon geholt. Kann das sein? Ich guck nur mal ganz kurz hier durch. Hey, Steinchen. Nö, also ich glaube, ich habe mir das schon geholt, das AP Plus. Dann gibt es ja eigentlich schon gar nichts mehr, was man hier hätte noch holen können. Und wir haben das Goldabzeichen. Und damit gehen wir schon mal weiter. Wir befinden uns jetzt in Gravity Pod City. Der Gravity Pod City ist, ja, hat schon sogar das Platin-Abzeichen. Wir können ja einige Sachen shoppen gehen, das ist klar. Wichtige Items, was finden wir denn hier so? Wir können ja die Sanftglocke kriegen von der Frau im Pokerclub. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die geholt habe. Ich gehe jetzt einfach mal nachgucken. Ist das der Poké-Club? Poké-Fanclub, genau. Ich würde gerne rein. Hier sind drei Frauen. Ich gehe jetzt einfach mal zu der. Oder, ne, das ist die Reporterin. Die wird es definitiv nicht haben. Du vielleicht? Ah komm, ja komm, wir schneiden mal. Ach man, ich habe ja keinen Vorwurf auf. Egal. So. Scheinbar habe ich das schon geholt. Ich guck doch mal lieber in meine Items nach. Bevor ich jetzt hier blöd weiter gucke. Doch ja, da Sanftglocke habe ich. Dann können wir noch hier roter Schal, blauer Schal, rosaner Schal, grüner Schal und gelber Schal erhalten. Das kriegen wir, wenn wir ein Pokémon ihm zeigen, da mit maximaler Coolness, Schönheit, Anmut, Klugheit oder Stärke. So. Was können wir hier denn noch kriegen? Wir können hier noch Folterknecht und Raub erhalten. Raub müssten wir auf jeden Fall schon haben. Das auf jeden Fall. Ob ich Folterknecht habe? Habe ich auch. Wunderbar. Was kann man noch hier kriegen? Die Wettbewerbskarte und das Riegelset, denke ich mal, hat sich schon erledigt. Aber hier gibt es noch einen Megastein. Irgendwo hier auf dem Markt. So, dann muss ich jetzt nur mal ganz kurz Lucky Lucky machen. Wo genau?
Irgendwo muss es ja einen geben, außer ich habe ihn schon irgendwo eingesackt. Könnte natürlich auch sein, dass ich den schon eingesackt habe. Finden wir doch mal kurz einen Lucken. Ja, habe ich sogar. Hier, okay. Der Simsalanit befindet sich nämlich hier auf dem Marktplatz. Die Glocke für Lugia haben wir uns schon geholt, beziehungsweise die Ho-Glocke gibt es ja bei uns nicht. So. Dann können wir noch die Abyss Platte und den Abyss Zahn kriegen. Gegen Austausch von dem Scanner. Aber das ist in der alten Generation gewesen, nebenbei. Das gibt es hier nicht mehr. So, dann hätten wir ja auch schon diese Route abgeschlossen. Jetzt muss ich mich mal gerade... warte mal, Pokémon fliegen, nur dass ich... Ich hätte auch einfach nach oben gehen können, dann hätte ich es auch gleich gewusst. Hier ist die Route 10, das ist 34, okay. 3, war die 9, okay. Dann passt doch alles. Dann gehen wir auf diese Route, weil ich glaube, auf dieser Route finden wir mal endlich mal ein bisschen was. Vielleicht was wir noch nicht haben. Also, wir haben hier schon mal das Silberabzeichen. Das heißt, wir dürfen hier ein paar Pokémon fangen gehen. So, findbare Items auf dieser Route. Stimmt, das Rätselhaus, das, ich glaube, das Rätselhaus macht dann zum Schluss. Findbare Dinge auf dieser Route sind Fluchtseil, Jonagobert, Beleber, ein Pokéball, ein Superball, ein Hyperheiler, ein Angriffsplus, der Itemradar, ein Voltensonit gibt es hier zu finden und ein Sonderbonbon. So, darüber hinaus noch ein Elixier. Und dann einmalig einen Wiederball, einen Heilball und einmal ein Wiederball, ein Heilball, einmal Eisen von Trainern jeweils. Mit einer 20%igen Wahrscheinlichkeit. Beziehungsweise das Eisen mit 15%iger Wahrscheinlichkeit. Bevor ich mich jetzt dumm den ich suche, gucke ich erstmal nach. Ich glaube. Warte mal. Nee, ein Voltensonit habe ich noch nicht. Das müssten wir noch ausfindig machen. Da schauen wir doch mal. Ne, da endet die Route. Wir müssen ja hier eh noch ein paar Pokémon catchen, also mache ich keine Schutzmaßnahmen, sondern renne einfach mal hier so durch. Ein Fritzelbitz. Hallöchen, dich habe ich aber schon. Ein Fritzelbitz. Voltensonit. Schon wieder ein Fritzelblitz. Und die Flucht. Stimmt, gibt es hier eigentlich noch diese alte Elektrohöhle? Ist hinten was? Ja doch, da hinten. Die gibt's da, guck. Aber die ist scheinbar offen. Ich glaube, das checken wir beim... wenn wir es schaffen, vielleicht sogar noch in dem Part. Mirapla. Hallo Mirapla. Mirapla habe ich noch gar nicht. Schnell fangen. Ganz schnell. Ein Mirapla. Darf ich nicht hinkommen lassen. Oh, da ist ein Floatball. Ganz schnell. Komm her zu mir, Mirapla. So, da hätten wir Mirapla. Yay. Ich hab ein Mirapla, Mirapla, Mirapla. Ich hab ein Mirapla gefangen. So. Tip, tip, tip. So. Trotzdem fehlen hier scheinbar noch einige Pokémon. Ja, Zickzack, sicher habe ich auf jeden Fall. Nee, nicht kämpfen.
Ja, gut. Ich habe jetzt hier leider keinen Vulcansonit gesehen. So. Vielleicht auch hier oben drauf. Gefunden! Ich glaube, ich bin den Radweg noch nie lang gegangen, kann das sein? Oder bin ich nur hier hinten nicht lang gegangen? Aber egal, ich habe gefunden, nachdem ich gesucht habe. Den Vulcansoniten. Heile ich mal ein bisschen hoch, ha? So. Dankeschön. Gut, dann hätten wir das schon mal erledigt. Ich darf nicht absteigen. Vulcansonit. So, da hätten wir das eigentlich, was ich haben wollte. Wunderbar. So. Wir haben, was haben wir hier noch? Ein Schluckspuck, was uns fehlt. Was bräuchten wir noch als Begegnung? Aber gleichzeitig will ich da hinten noch das Ding erkunden. Na. Alles zu seiner Zeit. Oh, hallo Plussel. Ich glaube. So. Plussel haben wir aber schon. Spin to win. Minum fehlt uns hier auf jeden Fall, sehe ich. Minum und Schluckspuck. So. Ach so. Plusle wird es hier gar nicht erst geben. Da noch Schluckspuck. Ein schweißnetziges Pokémon, wir mit einer 4%igen Wahrscheinlichkeit hier finden werden. Ich werde gucken, dass ich das vielleicht woanders halt kriege. Und zwar haben sie es hier reingemacht, dass man hier einen Voltoball finden kann. Aber wenn mich nicht alles täuscht, kriegt man auch Voltoball in dieser Elektrohöhle. Und angeblich sollte man auch Magnetillo hier bekommen. Auf dieser Route. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht... Voltoball und Magnetillo fehlen uns. Ja, Magnetillo wird mir sogar angezeigt. Und da Magnetillo die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass man es begegnet, mit einer Massenbegegnung ist, probieren wir es doch glatt mal aus. Oh, da kriegen wir sogar ein Minum rein. Obwohl bei mir hier an meinen Angaben steht, dass es Minum so hier nicht geben soll in der Edition. What the fuck? Naja, egal. Dann klatschen wir halt alles weg und fangen uns das Minum. Passt schon. Alle machen die rechte Hand, what the fuck. Plopp. Einmal. Wird halt jetzt ein bisschen mühseliger. Oder ist es vielleicht bei Massenbegegnungen anders geregelt? Anstatt das, was so kommt. Kann natürlich auch sein. Dass es eine Abweichung ist vom normalen Begegnen. Ja klar, würde ich. Stimmt, könnte eigentlich gut sein. Weil. Hier gibt es Magnetillo als Massenbegegnung. So. Das Minum. Hallo. Plops. So. Filtern wir eben das Minum raus aus allen.
Mist, da hat mein Angriff reduziert. So. Klatsch. So, da bleibt nur noch eines übrig. So, gut, dann Beutel. Ne, einen Flottball werde ich jetzt nicht werfen. Ich werde mal gucken. Der Nestball, der sollte eigentlich klappen. Yay, gefangen. So, jetzt haben wir auch das Minum. Gerade unerwarteterweise. Dank Massenbegegnung. So. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir nur noch, dass wir Magnetillo schnell reinkriegen. Da holen wir uns Zähnchen zur Unterstützung. Weil Magnetillo hat die Fähigkeit Robustheit, das heißt, Zähnchen kann man mit Surfer mal die Hälfte davon weghauen. Und dann in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir da vielleicht in diese Höhle da reinkommen. Damit ich mir dann das Voltoball anderweitig holen kann. So. Irgendeiner wird doch von euch Robustheit haben, oder? Zwei Stück. Wunderbar. Alle anderen fallen um. So. Tackle. Aua. Super schnell. Blödes Mistvieh. So, einen muss ich jetzt noch loswerden. Zähnchen, stell dich nicht so doof an. Na komm. Ach, Mann, 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 Mann. Nicht euer Ernst. Dann wehrt das Pokémon die Attacke ab, wenn Zähnchen mal zum Zuschlag kommt. Schon wieder? Was ist denn hier los? Zweimal abgewehrt. Ist ja doch bös. Ganz ehrlich. So, dann fangen wir es aber jetzt. Dann fangen wir es jetzt aber schnell. Bälle. So, Finsterball nutzt mir nichts. Ach komm, wir werfen den Hyperball. So. Und gonna catch them all. So, damit hätten wir auch Magnetillo. Nope. Okay, Freunde, damit würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss. Ich mogel mich immer aus. Und das Voltoball, was mir da jetzt fehlen sollte, das hole ich mir aber in der Elektrohöhle, wenn die noch offen sein sollte oder betretbar ist, im nächsten Part. Also, bis dahin!